So, guten Morgen, willkommen zurück zu Forsaken, ey. Forsaken. Ich hab, wir spielen auf ganz einfach, total mein. Und weiter geht's, verlassen U-Bahn-Schacht. Ja. Ich nehme auf, ja. Nein, nehme ich auf, nein, nein. Level 2. Ja, und ich werde nicht jedes Level hintereinander spielen, das könnt ihr schon mal vergessen. Ich werde auch nicht irgendwie so technisch alle Secrets suchen, das kann Dämon dann machen bei seinem Let's Play von Forsaken. Forsaken, ey. Das ist ein Forsaken, ey. Da kann er dann alle Geheimnisse suchen. Da will er auch alle Gegner töten, hat er gesagt. Und das mit dem Highspeed-Fahrer, wo kein Schild und keine Hülle hat, will er das machen auf Total Mayhem. Er hat auch gesagt, er will jetzt diesen 2 auf Insane spielen. Von kann ihn nichts abbringen, hat er gemeint. Gedacht, ich würde da irgendwas. So, und ich habe die Sounds, also die Sprecher-Sounds ein bisschen erhöht. Vielleicht hört man sie jetzt. Und die Musik habe ich auch reingeworfen in den Ordner. Auch wenn die scheinbar nicht so wirklich wiedergeben werden, technisch, wie sie sollten oder so. Egal, Karl. Na komm. So, was wollte ich noch sagen? Wurde noch irgendwas gegen die Wand fliegen. Kommt übrigens Gegner. Habe ich gleich gesehen. Oh, ich habe kein Schild mehr, glaube ich. Ich habe jetzt die Lautstärke nochmal erhöht. Also hier so technisch, ne? Irgendwo hier. Ja. Ich verstehe den Computer immer noch nicht so wirklich. Ist nicht so wichtig. Du siehst schon, wenn du tot bist. Aber wir könnten hier mal surfen, ne? Ungetrunken in verlassene U-Bahn-Schacht. Hey, Süßes, soll ich dir mal meinen U-Bahn-Schacht zeigen? Da bin ich letztes Mal nicht reingeflogen, oder? Sie haben einen verborgenen Bereich gefunden. Ah! Da ist eine Kanone drin. Jetzt können wir es gleich mal testen, was passiert, wenn ich hier lade. Es scheint zu funktionieren hier. Kein Zeitlimit, kann ich laden. Gut. Kann man das auch gleich mal gerne testen? Jetzt komme ich da nicht mehr rein. Was soll denn der Mist? Jetzt. Test erfolgreich. Mit meinem, was auch immer, Kanone. Was ist das? Auch ist es nicht dieses Scheiß Knarre gewesen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Und ja, das Intro, das muss ich. Das ist ein Ventilator, der sich da dreht. Das Gegner, töte ihn! Nein, er verwundbar kann an. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf Dämons Season 2 Insane Let's Play. Da will ich übrigens alle Geheimgänge sehen, also zeigen und jedes Geheimnis mitnehmen, jeden Gegner töten. Hat er gesagt. Und nur Laser Level 1 only ran machen. Ohne zu laden. Hat er gesagt, will er machen, hundertprozentig. Wenn er was anderes hochlädt, dann sagt ihm, dass er das anders machen wollte. Ah! Erinnert ihn mal dran, dass er das nicht vergisst, ne? Ah, so ein Ding auch noch. Ich hab doch noch so viel Nullschild. Ich hab auch Nullschild. Das kannst du einpacken, Kleiner. Denn ich hab Nullschild. Genauso wie ich null Plan hab. Oh, ich hab noch 4 Hull. 4 Hull, Hull, Hull. Der Panzer ist immer noch nicht tot. Ich hab vorhin mal auf Easy gespielt. Da ist das irgendwie schön einfach. Und hinter mir fliegt schon wieder so ein Feuerding hinterher. Ein Feuerdämon verfolgt mich. Ja, die sind zielsuchend, du Noob. Die gehen mir gleich aus. Nein, ich habe noch 3 Solaris. Ich bin mir sicher, dass sie in irgendeinem Spiel eine Währung waren. Was war das jetzt? Ich bin nur komisch rumgeeiert. Werfer Goldbar. Ich habe 1 Bartdruck. Ja. Wie witzig, Honk. Köstlich amüsiere ich mich. Verpiss dich, Arschloch. Sag doch mal was, was lustig ist. Ich komme nicht durch die durch. Es ist zu eng. Fester drücken. Kommt überall rein. Restart Position activated. Aktuell aktiviert Respawn-Punkte. Restart-Punkte.
So, und ich wollte noch sagen, was es gegenspielt. Ne? Ich habe das Intro gesehen, ja. Muss ich mal schauen, ob ich das auch irgendwie ins Projekt X einbauen kann oder so, weil, beziehungsweise was heißt einbauen, das ist ja da, das spielst du nicht ab. Soll ich jetzt... Ah, da ist ja mein Restart-Punkt. Ja gut, ein Leben, da kann ich schon mal verlieren, also... Das ist ja gar kein Problem, nicht. Aber ich surf lieber nochmal ab. Dann kann ich ja doch alle Levels durcheinander spielen. Hintereinander durchspielen. Oder so ähnlich. Oder so. Ey, deine Mutter und so, ne? Hahaha, du hast keine Chance. Ich bin dir nämlich weit unterlegen. Oh, Moment, doch, du hast eine Chance. Warum ist das Spiel so gnädig zu mir? Ich mag es nicht, wenn Spiele gnädig sind. Das heißt, es kommt wieder irgendwas... Ja, jetzt fickt das Spiel nämlich gleich so richtig in den Arsch. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, nach Forsaken Schleichfahrt zu spielen. Wenn das jemand kennt. Oh, das kann man auch in die Luft sprengen. Bringt mir jetzt zwar... Die Waffe war scheiße, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mich erinnern! Eine TR geht auf. Sonderzeichen sind überzogen nutzlose Dinge. Ja, Ü, Ö und Ä gehören als Sonderzeichen. Zu den Sonderzeichen. Oh, das sind Raketen. Ich mag Raketen. Vor allem in meinen Arsch. Halt, Moment. Ah, Speicherladen. Ja, ich habe es so vermisst, seit ich diesen zwei letzte Woche durchgespielt habe. Schleichfahrt ist aber nicht blind. Nein, das habe ich schon mal gespielt. Für alle, die es nicht kennen, das ist der simplere Vorgänger von Aquanox. Also Aquanox 1 bzw. 2 dann baut auf der Story von Schleichfahrt auf. Und da war die Steuerung, glaube ich, auch ein wenig kompliziert, wenn ich mich richtig erinnere. Mal schauen, ob ich das richtig zum Laufen bekomme, so mit Aufnahme und so. Und dann werde ich es auf jeden Fall dann anfangen, nachdem ich Forsaken durch habe. Das heißt immer noch nicht Forsaken, du Noob, ey. Ich sag dir gleich mal einen ins Gesicht. Und warum steht das? Was ist das? Warum macht das das Spiel? Ich optione mal lieber ab, ne? Weil wenn man aboptiont, ne, dann ist man voll sicher. Deswegen option nicht immer voll ab. Weil Safen ist vernünft. Echte Pros schießen die tot. Ja, ihr habt keine Chance gegen meine Überskills. Gegen meine diese zwei Inseln-Skills. Field. Ey, Süße, soll ich dir mal mein Schild zeigen? Einen verborgenen Bereich gefunden. Ich bin voll gut. Den habe ich zwar beim letzten Mal schon gefunden, aber darum geht es jetzt nicht. Da oben ist ja nichts. Das ist ja bloß das Fenster, wo ich nach hinten schaue. Und ja, wie ich am Anfang, glaube ich, schon mal erwähnte, werde ich euch auch das Intro sagen, um was es da geht. Irgendwann mal. Später! Wenn ich den Gegner vorbeigeschossen, weggeschossen habe. Ja, und zwar um ein Atomexperiment. Oder ja, Experiment auf der Erde. Und außerdem haben sie dabei alles in die Luft gesprengt. Doch. Kann ja mal passieren, Mensch. Man kennt das. Man ist gerade so gut unterwegs, ne? Baut eine Armee aus Mammutpanzer und dann sprengt man sich selbst mit der Atombombe weg. Oder so ähnlich. Ich schieße grandios nicht vorbei, also. Zum Glück ist das hier nicht decent. Da wird die KI ganz anders abgehen. Vor allem würde ich nicht zweimal dabei vorbeischießen. Und Ammo ist immer gut. Wo war ich jetzt? Ach ja, danach wurde die Erde gesperrt. Doch mal weg. Gesperrt und für Plünderer. Was wir natürlich nicht sind. Nein, wir räumen hier nur auf. Aber es gibt halt Leute. Was ist denn das jetzt? Du kannst die Erde plündern. Wir gehören natürlich nicht dazu, nein. Wir sind die Guten. Und, Moment. Ich starte sicherheitshalber mal die Aufnahme neu. Nicht, dass durch diesen Ruck da zu Asynchronitäten kommt. Das hatte ich zwar noch nie, aber man kann sie nicht ausschließen.
Ist da noch was? Oh, da ist einer. Ist einer. Voll ab. Breakdance, Baby. Und die wollen halt die möglicherweise wertvollen Ressourcen mitnehmen. Oder Sachen. Oder was halt, was man so mitnimmt, ne? So wertvolle Dinge halt, ne? Wie, keine Ahnung, einen Kühlschrank, eine Herdplatte, eine kaputte, Alteisen, stehendes Bild, was ist das? Was soll das? Was ist hier los? Hexerei am Werk. Oder Raketen, ne? Also ich nehme ganz besonders die Raketen mit. Ich halte die nämlich für wertvoll, deswegen nehme ich die immer mit. Oh, der ist grün. Der wechselt seine Farbe, ist ja lustig. Oh, das ist der Moment, wo ich feststelle, dass ich keine Munition mehr habe. Sehr schön. Ich liebe diesen Moment. Das ist mein Lieblingsmoment in dem Spiel. Also diese Probleme hatte ich in Descent nie, das muss ich sagen. Mir stirbt halt auch nicht. Aber halt echt... Oh, ich habe keine Raketen mehr. Ich habe keine Raketen und keine Munition. Hey, das könnte jetzt anspruchsvoll werden. Lag da unten noch irgendwas? Bitte. Nö. Moment, war da oben nicht noch Dings drin? Nein, die lag woanders, ne? Rassismus! Gib mir Munition! Und ich komme nicht durch die Ecke. Jetzt komme ich durch die Ecke. Und... so, drehen. Drehen! Voll abgehen! Ja. Und auf jeden Fall... Wir sind natürlich keine Plünderer, ne? Wir nehmen nur das wertlose Zeug mit, wie, keine Ahnung, ein iPhone! Wir räumen den Müll weg, sozusagen. Oh mein Gott, du hast was Schlechtes gegen Apple gesagt! Ui, da freut sich jetzt Dämon. Wie lange das wohl dauert, bis ich ihn so tot bekomme? Ich habe ihn ja schon ein paar Mal mit Raketen getroffen. Ich könnte ihn auch umfliegen, ne, aber... Ich denke, das wird kein Unterschied machen. Und ja. Das ist die Story. Man könnte natürlich auch sagen, schieß einfach alles tot, was dir entgegenkommt, ne, und sterb dabei nicht, ne? Lass dich nicht tot schießen, aber das ist ja viel zu komplex, ey. Hey, ich habe ihn getötet. Bin ich gut oder was? Und ich habe Ammo bekommen und einen Goldbar. Ein Bar Gold, jetzt habe ich so ein 6 Bar. Kann ich meinen Reifen mit aufpumpen? Oh, ich habe noch mehr Slots, sehe ich gerade. 16 Slots. Ich habe 16 Nein, das kommt schon. Oh, da lag auch noch Ammo. Wie gut, dass ich dich finde, bevor ich sie brauche. Moment. Nachdem ich sie... Ach, nicht so wichtig. Ui. Nicht so nett. Das ist nicht nett. Explodier doch mal, bitte. Ich höre schon wieder da links lang. Nein, doch, da links. Richtig, ich erinnere mich. Hier bin ich dann irgendwo mal gestorben. Aber da kommen gleich Gegner raus. Gleich. 3 Monate später. Gleich kommen sie. Gleich. Ich komme auch gleich. Nein. Später vielleicht. Und eine Restart-Position. Und was ist das? Ich muss mal kurz nachschauen, was das ist. Das ist doch nicht normal. So, es geht eiter weiter mit Forsaken. Ja. Load. Play for 3 Man. Oh, halt. Ich kann auch leere Slots laden. Wir laden jetzt mal den. Oh Gott. Geht nicht. Okay. Für 13 Min 787,6. Wo blinke ich jetzt hier? Das bin ich. Okay. Ich versuche das mal mit einer älteren Version von Fraps, weil da hatte ich das Problem nicht. Und Vorsicht vor gegnerischen Plünderern. Ja, das sind die Bösen, ne? Die wertvolle Dinge klauen. Die, keine Ahnung, Bürsten. Ich will ja nur so wertlose Sachen mitnehmen, wie, keine Ahnung, Apple-Produkte. Taugen nix, sehen scheiße aus, nimmt man mit. Oh, und sie sind teuer. Aber hey, wir bezahlen nicht gerne das Zehnfache für Hardware, die ich nicht brauche. Ich habe noch 4 Hull. Das reicht für mich locker aus. Oh, das ist ein Konkurrent. Kenn ich gleich an seinem... Hey, der weicht aus. Ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt, und ich habe den Sound schon auf Maximum geknallt.
Ach, er hasst ab schon wie mich. Oder sie. Was ist denn das? Ich hab's immer noch. Kann ja doch wieder die neue Version von Fraps nehmen. Moment. Okay, keine Ahnung, was genau das ist. Ich habe einfach noch ein bisschen was gelöscht. Das passt dann schon. War ja nur das Ende von Descent, das ich noch nicht fertig hochgeladen hatte. Wenn da jetzt was falsch gerendert ist, merkt doch eh keiner. Na komm. Geh da wieder rein, geh da wieder rein! Was machst du denn? Was soll denn das? Willst du mich töten? Gegner. Ah. Ich mag es. Ich benutze mal die geheime diesen zwei Taktik. Ganz oft laden und mit einem Schuss 16 Schild weg. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Oh, ich habe kein Schild mehr. Ich verstehe immer nicht so genau, was die sagen. Ich soll den Sound lauter machen. Ach, jetzt geht mir die Waffenenergie aus. Und Raketen habe ich auch keine mehr. Na. Ist ja ein Traum. Kriege ich jetzt neue Waffenenergie hier. Und ich habe wieder diesen Ruckler. Ich weiß nicht warum. Restart-Position aktiviert. Ich hoffe einfach mal nicht, dass es asynchron wird, warum ich immer ich das jetzt hab. Alles Delfinus schuld. Sind das Solaris? Nein, das ist ein Muck. Der kleine Muck. Mhm. Da waren da gerade eben meine Raketen. Ich verstehe ehrlich gesagt kein Wort von dem, was der Kerl mir davor schwafelt. Ach, da ist ja noch Munition und Waffen und Raketen und ach. Vielleicht ist ja noch mehr Munition. Sagt mir das keiner. Vielleicht kommt mit den Kommentaren, hab's doch geschafft, Ja. Dumme Spasti von Abonnenten, ey. Sag mir nie was zu dann, wenn ich's brauche. Immer erst 3 Wochen später. Was ist das? Das wisst ihr jetzt zu gern. Egal, Karl, weiter. Die kann man ja auch kaputt schießen, oder? Ist da irgendwo vielleicht was Nützliches drin? Wahrscheinlich nicht. Probier's doch aus. Verschieß deine ganze Munition. Eine sehr gute Idee. So. Dann fliegen wir mal wieder hinter zu dem formidablen gestalteten Güterzug hier. Ja, ja. Damals, als die runden Reifen noch aus Ecken bestanden. Die gute alte Zeit. Ich bin übrigens tot an sich. Wo sind meine Waffen hin? Ach, die sind da hinten drin. Naja, 4 Lives, damit kann ich leben. Ah, was ist das denn jetzt? Es ist noch schlimmer geworden, warum? Ich will das bei diesem Panzer da wegbekommen, der nervt mich gerade sehr ungemein. Sehr ungemein. Ich Deutsch. Aber er stirbt halt wieder einfach nicht. Endlich. Stirb, Konkurrent! Wenn ich die mal treffen würde, wäre das schon mal ein sehr fortschrittlicher Fortschritt. Ich schieß schön gar nicht daneben. Ich treffe ihn fast. Ich habe ihn getötet. Das saßen wir doch erstmal auf Slot 11. Aber wenn du jetzt schon alle Slots absäfst, hast du doch in den nächsten gar keine mehr. Die kann man nicht mehr überschreiben. Hast du auf zu blinken, das nervt voll. Epileptische Anfall. Oh. Seid wohl verrückt? Ja! Wir sind total irre! Warum? Auch nur so. Stirb! Und deine Eltern. Oh, ich habe das Schloss aufgeschlossen. Mein Schlüssel passt. Hey Süße, willst du mal meinen Schlüssel sehen? 0 Kristalls found so far. Soll ich die finden? 9 Goldbars found so far. Hä, ist wieso 48 auf 49? Ah, da war wahrscheinlich noch einer im Secret-Raum. Im Secret-Raum.
Spiele ich auch wirklich auf Total Mayhem? Es kommt mir so einfach vor. Och nö! Lass mich raten, lass mich raten. Ja! Vielleicht soll ich doch lieber das Hauptspiel spielen, hm? Egal, Atomkraftwerk. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Deaktivieren Sie alle 5 Terminals, um zum Reaktorkern zu gelangen. Die Strahlung ist intensiv und die gesamte Struktur ist instabil. Also machen Sie schnell. Sie haben wenig Zeit, bevor das ganze Gebäude in die Luft geht. Okay, das war jetzt irgendwie aber deutlich einfacher als, ja, das war... Wo? Achso! Woher? So ein Dreck! Ach, da oben ist ein Turm. Ach, was ist denn das? Alter, letzte Woche auch nicht. Ich habe noch gar nichts geändert am System. Ach, rassistisches System. Wow! Yeah! Sieht jetzt alles rauslassen. Ist ja heftig. Was ist das? Kann man das in die Luft sprengen? Ich werde schon wieder beschossen. Ihr spinnt wohl! Alter! Geht's noch?